Was ist das Besondere am Tag der Kultur? Statt sich auf kommerzielle Aspekte bei der Stadt fest zu konzentrieren, bietet der Tag der Kulturen eine Plattform für authentischen kulturellen Austausch. Der Tag der Kulturen bei der Stadt fest ist in Gießen, hat sich über die Jahre zu einem bedeutenden Ereignis entwickelt, die das Vielfalt unserer Stadt und ihrer Bewohner feiert. Herzlich die Tanzgruppe der Kinder des Eritreischen Frauenvereins Handai, was auf Tigrinya Steinspiel heißt. Sie präsentieren uns den Tanz des Stammes Kunama. Sie sehr negative Erfahrungen gemacht haben, wie Erfahrung mit Gewalt zum Beispiel. Zum Beispiel sexualisierte Gewalt, aber auch Gewalt im Namen von Ehre, Tradition oder Glaube. Das ist eine Gewaltform, wenn Menschen kontrolliert werden und Jungs zum Beispiel nicht mit Jungs zusammen sein dürfen oder Mädchen jemanden heiraten müssen, den sie gar nicht heiraten möchten. Und kennt ihr das, wenn es manchmal gar nicht so einfach ist, da alleine auszusteigen, um mal auf sich selber zu gucken? Das klingt gerade alles sehr traurig und melancholisch. Aber das Schöne daran ist, dass wir es gar nicht alleine machen müssen. Denn es gibt eine Beratungsstelle, die heißt Wildwasser. Und wir helfen Menschen, die Opfer sexualisierter Gewalt sind oder Opfer von Gewalt im Namen von Ehre, Tradition oder Glaube. Und wir unterstützen auch Menschen, die einfach nur helfen wollen oder sich Sorgen über jemanden machen. La 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 la
Це жінка, жінка. Це Київщина, Полтавщина. Це Полтавщина, це Київщина, дівчинка. В неї ось, бачите, віночок, в неї коски заплетені, в неї ось орнаменти Київщини.